welcome the Olympic medalists. Accogliamo le vincitrici delle medaglie olimpiche. Und da kommen sie. Hier, Sandra Kyriassis, gefolgt von Anja Schneider-Heinze und die anderen im unverkennbaren deutschen Dress. Aber alle strahlen sie gleichermaßen. Medaglia di bronzo per l'Italia, Gerda Weissensteiner e Jennifer Isacco. Nach Gold in Lillehammer 94 mit dem Rodelschlitten, jetzt auch eine Medaille im Bobsport für die herausragende Pilotin Gerda Weissensteiner und ihre Anschieberin Jennifer Isacco. Gerda Weissensteiner rechts im Bild, 37 Jahre alt. Und überwältigt, wie man sieht. Das war kaum erwartet worden, dass sie so weit nach vorne kommen würde. 5 bis 7 so ihre üblichen Platzierungen. Jetzt hat's geklappt. Médaille d'argent représentant les États-Unis d'Amérique. Silver medalists representing the United States of America. Medaglie d'argento per gli Stati Uniti d'America, Shona Robock e Valerie Fleming. Auch eine tolle Geschichte bringen sie mit, vor allem die Pilotin rechts im Bild, Shona Robock, die war Ersatzanschieberin 2002, als Jill Becken für die USA Gold gewann, war also nicht unmittelbar dabei, hatte keine Medaille bekommen, wechselte dann an die Längsseile und hat hier 4 Jahre später die Silbermedaille in Empfang genommen. Beinahe hätte sie die Einberufung in den Militärdienst in den Irak diese Olympischen Spiele gekostet. Eine Schulterverletzung verhinderte das dann. Und die hat sie offenbar in ihrer Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt. Medaille d'or et championne olympique représentant l'Allemagne. Gold medalists and Olympic champions representing Germany. Medaglie d'oro e campionesse olimpiche per la Germania, Sandra Kyriassis e Anja Schneider-Heinze. Was für ein Moment für die beiden. 2005 erstmals Weltmeisterin geworden, nachdem sie die letzten 3 Jahre die Konkurrenz beherrscht hatten. 2004 ganz knapp geschlagen am Königssee bei der Weltmeisterschaft durch Susi Erdmann, die ja diesmal nur, leider nur, Fünfte wurde. Für sie enttäuschend, aber diese beiden in ihrem größten Moment. Etwas wehmütig wird sicherlich Berit Viaka, ihre zweite Anschieberin, zuschauen. Mit ihr hatte sie auch alle Rennen gewonnen, aber sich dann doch für Anja Schneider-Heinze entschieden natürlich, mit der sie schon Weltmeisterin geworden war. Mesdames et messieurs, l'hymne national de l'Allemagne. Ladies and gentlemen, the national anthem of Germany. Signore e signori, l'inno nazionale della Germania. Thank you.
mag insbesondere Sandra Kyriassis, die wir ja noch unter ihrem Mädchennamen Rokov kennengelernt haben, in diesen Minuten durch den Kopf gegangen sein. Sie hatte harte Zeiten erleben müssen, vor allem vergangenes Jahr, als ihr frisch bezogenes Haus abbrannte und sie alles verloren hatte, woran sie so hing.